Bundesregierung lässt Millionen Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepauschale im Stich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben Wut im Bauch und sind stinksauer auf die Bundesregierung. Am 27. April 2022 hat die Bundesregierung final beschlossen, dass die Energiepauschale zum 1.9.2022 kommen soll. 300 Euro für alle lohnsteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Unter anderem dann auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamte und auch Bundestagsabgeordnete. Rentnerinnen und Rentner, wahrscheinlich auch pensionierte Beamte, Studenten, Minijobber und Betriebe sind von dieser Energiepauschale außen vor gelassen worden. Diese Pauschale soll als Ausgleich für die explodierenden Strompreise, Energiekosten usw. dienen. Was ein Unding ist, dass unsere Bundestagsabgeordneten sich wieder einmal selbst bereichern, im warmen Bundestag sitzen und kostenfrei die Züge und Flugzeuge in diesem Land benutzen dürfen und auch noch die 300 Euro einstreichen am 1.9.2022. Aber Millionen Rentnerinnen und Rentner dürfen leer ausgehen. Ich sage, eine unverzeihliche Ungerechtigkeit, die unseren Rentnerinnen und Rentnern, Studenten und auch Minijobbern hier widerfahren soll. Dagegen formiert sich Widerstand. Widerstand aus unserer Gesellschaft, von Rentnergruppen, von Sozialverbänden, Gewerkschaften, Wirtschaftswissenschaftlern, den Parteien sogar. Und Sie werden es nicht glauben, sogar die CDU, CSU läuft gegen diese Ungleichbehandlung Sturm. Alle fordern Schluss damit, die Rentnerinnen und Rentner mit steigenden Energiekosten allein zu lassen. Schluss mit dieser Ungerechtigkeit. Wehren Sie sich jetzt dagegen, protestieren Sie, schreiben Sie der SPD, schreiben Sie den Grünen, schreiben Sie der FDP, sagen Sie Ihre Meinung, üben Sie Druck auf Ihre Bundestagsabgeordneten in Ihrem Wahlkreis aus. Ganz einfach. Schicken Sie E-Mails, machen Sie Termine zur Bürgersprechstunde. Ziviler Ungehorsam ist Ihr demokratisches Mittel, diesem Treiben der Bundesregierung Einhalt zu gebieten. Das Gesetzgebungsverfahren geht jetzt los und jetzt haben wir noch die Chance, hier ein großes Stoppschild aufzustellen. Nutzen Sie einfach unser Protestschreiben, welches wir für Sie auf rentenbescheid24.de vorbereitet haben. Einfach dem Link im Video folgen, Protestschreiben herunterladen, Ihren Namen einsetzen und unterschreiben und dann an den Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises oder den genannten Parteien nach Berlin versenden. Nur so haben Sie eine Chance, dass auch Sie und alle anderen 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland das Energiegeld zum 1.9.2022 erhalten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine energiepauschale, starke Rentenwoche. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.